Willkommen zu unserer Road to F1 23. Heute in F1 2018. Das erste Game, was das neue Logo bekommen hat. Und auch generell, 18 ging vieles ab. Auch ein epischer WM-Fight zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Aber wir gehen hier mal rein, gucken uns nicht die historischen, wobei die noch mehr geworden sind. Haben wir natürlich auch den legendären 2010er. Ich würde schon gerne wieder die zurückhaben. Mercedes hier noch immer noch mit Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Dann Scuderia mit Vettel und Kimi. Dann hier Aston Martin mit Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Racing Point haben wir Checo und Ocon. Haben wir auch gestern eine Runde gefahren. Schaut gerne vorbei oder ein paar Runden. Bei Williams ist es dann Lance Stroll und Sergei Sirotkin, ein Russe, der jetzt, glaube ich, sogar Vorstand ist irgendwie vom russischen Sportverband oder so. Das ist wirklich was ganz Hohes. Nico Hülkenberg. Und Carlos Sainz hat zu Renault gewechselt, ist der Red Bull Academy entwichen. Dann haben wir hier Brandon Hartley und Pierre Gasly. Sehr, sehr cool. Fernando Alonso und Stoffel Van Dorn. Dann bei Haas, Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Bei Fernando, glaube ich, war es die letzte Season, bis er dann gegangen ist und wieder gekommen ist. Fernando Eriksen und Charles Leclerc das erste Mal hier zurück. Oder das erste Mal generell in einem Formel 1 Game. Leclerc, auch cool. Und ich weiß nicht, ich würde gerne mit Leclerc fahren, aber ich weiß halt, dass es wirklich unmöglich ist, mit ihm ein paar Wins zu holen. Deswegen glaube ich, ich weiß nicht. Ich glaube, 19, glaube ich, war Ham, aber Raikkonen auch noch da. Deswegen glaube ich, müssen wir mit denen Rick gehen, denn der wird ja danach zu Renault gehen. Das wissen wir. Und deswegen gehen wir hier auch mit denen Rick Australien. Dann haben wir hier Bahrain. China. Aserbaidschan, Spanien, Monaco, Kanada, Frankreich das erste Mal, eine geile Strecke, Paul Ricard, dann Österreich natürlich wieder Silverstone, aber auch Hockenheim, was für ein tolles Rennen, dann Ungarn, Belgien, Italien, Monza natürlich, Singapur, Russland, Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi und ich glaube, ich habe mich schon für eine der beiden Strecken entschieden. Es ist eigentlich, es muss Hockenheim sein. In diesem Jahr ging so viel schief. Wir wissen, Sepp hat gerade im Motodromo seinen WM-Titel weggeworfen. Wir gehen auf die 85, fahren aber heute nur 5 Runden. Wird schwierig. Heute das Unmögliche, und zwar in F1 2018. Hier mit Daniel Ricciardo in Hockenheim, einer der, würde ich sagen, grandiosesten Renngeber aller Zeiten, in 5 Runden vom letzten Platz so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Optimal natürlich der First Place. Wir gucken uns hier direkt mal die Startaufstellung an, denn das wird heute ein Kriterium werden. Wer startet vor ganz vorne? Es wird wieder mal Lewis Hamilton sein, in der Zehntel vor, Sepp, dann Bottas und Kimi dahinter. Dann haben wir Verstappen und Nico Hülkenberg mit einer Sekunde bereits Rückstand, Sainz und Alonso, Perez und Magnussen, Esteban Ocon und Pierre Gasly, Stoffel Van Dorn und Romain Grosjean, Marcus Ericsson mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc, Sirotkin, Hartley, Stroll. Und wir ganz hinten, strategisch werden wir nicht viel gehen, wir werden auf den Ultra gehen, dürfen keinen Sprinter suchen und hier gehen wir nun rein ins Rennen. Formel 1 2018, Last to First. Wir dürfen Rotlap im Rennen benutzen und los geht's hier. Wir starten von ganz hinten. Start war okay. Wir gehen hier mal auf Fett und werden da auch die ersten 1-2 Runden bleiben. Nur mal vorsichtig. So, am ersten vorbei an Lance Stroll im Windschatten. Hier ein bisschen an Brandon Hartley dran und dann gehen wir hier rein gegen den Alfa Romeo. Der sich hier gut und wacker hält. Die Vibration ist hardcore eingestellt. ERS finde ich ziemlich cool, dass man das komplett managen konnte. Man konnte von Oss über Mittel, über Hoch, über Überholen und dann auch, man muss ja echt spät an die Bremse, konnte man hier alles managen. Oh, da ist Marcus Ericsson in die Strecke gegangen. Konnte man hier alles managen. Das ist einfach nur toll, aber hier, heißt es natürlich auch sehr, sehr spät in die Bremsen rein, sehr, sehr früh wieder aufs Gas, Sprit im Kopf, im Auge behalten und auch ERS. Motodromo brauchen wir nicht so viel, da gehen wir auf hoch. Wir gehen hier außen. Wow. Außen an Stoffel Van Dorn vorbei. Dann haben wir hier Selbstkurve, da ist er in die Mauer
reingefahren unter natürlich schwierigen Bedingungen. So, jetzt vor uns. Erster Bahn Ocon und ich glaube, Punkte sind allemal heute drin in diesen Very Short Rennen. So, Hotlap off. Ja, Windschatten ist nichts da. So, dann gehen wir wieder zurück auf Überholen und wir bekommen hier en masse irgendwie die ganze Zeit Abzeichnungen. Einen runden Hockenheim abgeschlossen. Super. Bremsen die hier früh und ich viel zu spät wieder. Aber natürlich freue ich mich schon ab 103, dann gibt es auch DRS. So, jetzt drehen wir hier mal auf Mittel und Purple im ersten Sektor. Nur Paris. Oh mein Gott, wie schnell der ist. Wie schnell der Dude auf den Geraden ist. Ich glaube, vorne trotzdem in der engen Haarnadelkurve können wir hier reingehen. Jo, da gehen wir rein und gehen auch an, ja, Checo vorbei. Das ist Platz Nummer 11 und das in gerade mal der zweiten Runde. Das könnte heute spannend werden. Nur wir hatten bis jetzt nur eher NPCs. Jetzt kommen dann die Großen, würde ich sagen, ab den 8. Obwohl auch mit Fernando lässt sich, glaube ich, nicht spaßen. Denn der ist echt auch manchmal geladen. Purple auch in Sektor 2. Aber, jo, ja. Hier neben Fernando. Nur nicht zu spät auf der Bremse. Die Kurve hat nicht viele, gute Punkte. Das ist Punkt Nummer 1. Und ich glaube, am Pierre Gasly mit einem guten Exit. Ja, der ist viel zu gut, mein Exit. Können wir hier zwar dran, aber das wird wieder nicht reichen, oder? Das reicht nicht. Und Pierre Gasly macht dann einfach mal Platz. Das ist gut, das ist sehr gut. Das ist Platz Nummer 9. Und wir machen hier im Speedrun unsere Last to First. Ich muss aber auch sagen, wir sind auf der 80 geblieben. Denn es war mir einfach zu holprig oder zu happig hier, dann doch auf die 85 zu gehen. Denn ich wusste, ich glaube, mit so einer hohen Schwierigkeit wird es schwierig. Morgen in F1 19, wie gewohnt, fahren wir dann die 25% Rennen. Da kommt er rein wieder. Dann machen wir mal die Lenkung auf. Das ist natürlich gar nicht gut. Pierre Gasly. Ich bekomme die Verwarnung für Streckenbegrenzung. Ich habe eigentlich Kollision vermieden, weil Pierre hier drauf hält wie ein Soziopath. Gut. Hier gehen wir rein. Mein Junioren-Team holt mich hier auf. Ja, Alter, das sind die fettesten Sausage-Körbs in der normalsten Farbe. So, raus hier, ab ins Motodrom und jetzt wird's öher. Wir sind schon in der dritten Runde. Gleich fangen wir mit der vierten an und ich klebe immer noch hier auf den 9. Platz. Ja, das war auch irgendwie klar, dass das zum Scheitern verurteilt war, diese Challenge hier. DRS enabled. Auf wen bekommen wir denn DRS? Magnus ist nur eine Sekunde hinter mir. Ja, das ist sehr interessant. Kevin Magnussen hier, boah, wie habe ich die Kurve bekommen? Und jetzt im Windschatten, hier am Haas, die waren auch damals nicht schlecht. So, spät bremsen und dann gibt es DS auf Sands und Hülkenberg ist auch noch drinnen. Wir auch schreiben wieder Purple an und im Windschatten, hier muss ich einfach alles aufdrehen. Auch den Sprit, den werden wir dann wieder auf Mager drehen, auch dieses überholen. Jo, Mann. Ja, Mann, der taucht uns einfach an hier. Halleluja, das war knapp. Aber jetzt ist er ganz nah dran, jetzt ist er ganz, ganz nah dran. Auch das ERS ist schon wieder fast aus. Ich bin nur im Motodromo eigentlich unheimlich schnell. Dann, ja, guckt euch das Riesenloch an. Podium ist safe nicht drin. Das ist leider gar nicht hier drin. Wir sind auf dem 8. Platz und da hängen wir auch ein bisschen. So, aber jetzt hier Nico, können wir den... Alter! Was fährt denn der hier für eine Linie zusammen? Ja, das war nicht gut von mir. Das war gar nicht gut. So, jetzt geht es hier wieder in die letzte Kurve rein. Und dann heißt es noch einmal hier alles geben. In der letzten Runde. Der Win ist sowas wie von nicht drin. Aber es könnte dann auf jeden Fall Platz Nummer 6 werden. 6 ist drin. Und ich glaube auch jetzt hier mit Nico, den holen wir uns jetzt hier. Ach, wenn... Oh, Alter, der fährt fast in Sands rein. Nico, was fährst du denn hier heute zusammen? Das ist nicht schön, was der da heute macht. Ja, der kostet uns hier so, aber jetzt gibt's Doppelwindschatten. Jetzt gibt's Doppelwindschatten. Beide blinken auch. Das ist gut. Wir gehen hier rechts ein bisschen auf den Körb drauf. Und das wird das Doppel-Renault-Manöver in die Spitzkehre rein. Oh, beider fehlt uns zum Schluss. Ja, das tut mir natürlich leid. Das war auch die Berührung mit Kimi dann. Aber wir kommen nur einen Platz hinter Max ins Ziel. Das ist wirklich eine optimale Leistung und das ist toll. So, wir gehen hier auf Überholen runter und fahren jetzt hier ganz entspannt unsere letzten Kurven zu Ende, denn
es wird nichts mehr reichen. 4,5 Sekunden zu Verstappen und noch viel mehr zu den anderen. Ich glaube, beim 25%-Rennen wäre das echt geil gewesen, aber morgen dann in F1 19, was eines meiner Top 3 Lieblingsspiele of all time ist, werden wir auf jeden Fall aufdrehen. Jetzt geht's in die letzte Kurve rein, Sprit ist auch aus und wir werden hier 6. Platz. Es ist okay, es ist okay. Ich meine, wir hatten hier unsere Momente, aber ich glaube, so all in all wäre nicht mehr drin gewesen. Es ist der 6. Platz. Es war nicht ganz Last to First. Maurizio Arrivabene. Der war nicht lange Teamchef. Ja, wie auch, manch andere. Man hatte Marco Mattiacci, glaube ich, gab es da noch. Stefano Domenicali. Der ist jetzt vom Rams-Boss natürlich. Aber auch Luca Di Montezemolo. Da gab es viele im Laufe. Und natürlich, wir dürfen nicht unseren Clown vergessen. Mattia Binotto. Jetzt ist es... Fred Vasseur, mal gucken, was der aus den Ferraris macht. Hier holt man mal den Win. Auf, ja, gegnerischen Untergrund. Bottas immerhin ein bisschen die Ehre der Mercedes. Auch generell, die Autos sehen auch richtig gut aus. Sehr, sehr schöne Grafik und Sepp hier gegönnt. Sehr, sehr cool. Ein Win im Heimrennen, wie toll. Ja, wir konnten es nicht schaffen, hier unsere Last to First Challenge zu gewinnen. Trotzdem hatten wir, glaube ich, Spaß. Von 20. bis 22. Juli war das damals und ich kann mich immer erinnern, es waren so spektakuläre Rennen. Wetterumbrüche und. Wirklich tolles Spiel. Von 20. Platz schaffen wir es immerhin auf den 6. Platz und nehmen auch nicht die schnellste Rennrunde mit. Die war, glaube ich, auch an Sepp. Alter, der ist eine Sekunde, 7. Ja, 4/10. Aber er ist eine Sekunde schneller wie wir gefahren. Das ist krank. Abonniert unbedingt gerne den Channel. Lasst gerne Däumchen rum da. Schaut gerne auf @tobi_tiktok vorbei. Links mal alle unten in der Bio und auch gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Danke. Oder später. Vorhin kam auch auf jeden Fall die My Team Season. Und später wird noch TikTok einiges kommen. Bis dahin. Danke fürs Zugucken und ciao.